Ich kündige an, dass ich mich hier, das ist ja der Stand des Wissens, den ihr hier habt, meine lieben Zuschauer. Ich werde hier mein Schiff nehmen und wieder nach oben fliegen, zu meinem Mutterschiff. Da oben befinden sich das MHN, das amoklaufende Engelchen und ein Gast, den gleich das MHN vorstellen wird. So, und ab jetzt übergebe ich an das MHN und konzentriere mich auf den Start. Das MHN, also wertes MHN, Ihnen gehört die Moderation, bitte sehr. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Space Engineers bei Mr. Fleck, Hell-N und dem MHN. Wir haben heute als Gast den Skyrider, von dem wir noch, aber nicht mehr lange, nicht besonders viel wissen. Denn wie er die Chance hat, uns auszufragen, werden wir auch ihn ausfragen. Hallo. Haben Sie Drogen genommen? Das macht wahrscheinlich Ja, der mein Erdbeertee. Spiel ist ab. Das kann sein. Ich bin Mein Spiel unterwegs zu euch. ist. Oh, das klingt Das nicht war gut. der Hell-N. Höchstwahrscheinlich ist in Luxemburg gerade sehr schlechter Empfang. Nee. Oh, Ja, das es rauscht, klingt. es rauscht. Das klingt nicht gut. Wer rauscht? Okay, also das Schiff, Oh, hier zieht's. es sieht grausam aus. Und wer hat eigentlich den Jump Drive vorne in die Gondel gebaut? Den einen. So unpassend platziert. Das war, da müsst ihr euch beschweren Auch Mann, bei. da zieht's da herinnen. Was? Da müsst ihr euch beschweren. Ich glaube, entweder Shion hat den. Nee, der Tracy, glaube ich, hat den gebaut. Der Aber andere wisst ihr, was Jump ich, was Drive, ich das. der steht richtig hinten in der Gondel. Deswegen ziehen es noch gut. Aber überhaupt Das kann sind ich die mich nur beide fertig beschweren. Das hat gebaut? er. Also alles falsch. Alles falsch. So hab ich mir das nicht Meinst du? gedacht. Aber ich bin ja auch nur Okay. einer. Ah. X So, drücken! X! jetzt weg. Ja, habe ich schon, habe ich, danke. So. Ja, also Mr. Fleck kehrt nun zurück in der kühnen Hoffnung, dass wir auf ihn warten. Das Wo ist er will denn ich überhaupt? hoffen. Also unten, aber wo? Das ist eine gute Frage. Ihr müsstet mich bald sehen, weil mein Schiff hat einen Transponder. Allerdings. Einen Bacon. Einen Beacon, genau. Also, Das was der Hell klingt Angel ungut, sagt, das können wir klingt leider ungut. gerade nicht sagen, weil der ist gerade gestört. Ja, nobody's wollen. Genau. Oh, das klingt böse. Das klingt gut. Ich glaube, ich mute ihn mal ganz Ach. kurz, während wir hier rum, weil das klingt ja ganz furchtbar. So, lass mal kurz gucken. Also, ich bin noch 43 Kilometer von euch entfernt. Das kann noch ein bisschen dauern. Okay. Hat man eine Aufgabe für mich, wegen die Gondeln sind ja jetzt fertig ge geschmissen. Ich habe mir überlegt, während ich nach oben steige. Moment, ich muss kurz Gas geben. Ich kann nicht gleichzeitig fliegen und. Was haltet ihr davon, wenn wir mit dem Schiff einen Ausflug zum Marsmond machen? Yay! Also mit dem Deimos ganzen oder Schiff. Mit dem Riesenschiff. Deimos oder Phobos? Glaube, David. Oh Gott, warte, Moment, ich habe gerade die Steuerung versammelt. Ich glaube, das Ding hier hat nur einen. Ich glaube, also es ist nicht wirklich der Mars. Ach, schade. Ist ja auch etwas zu klein für den Mars. Den 60 Definitiv. Kilometern oder was das da hat. Das ist ein besserer Asteroid. Aber auf jeden Fall hat dieser bessere Asteroid eine Menge Wasser, soweit ich weiß. Ja, kann man an Und dem da kommt. Pol erkennen. Wo ist denn das Ding überhaupt? Ich glaube, ja. Welche Hier, Richtung? wenn Sie Richtung erdähnlicher Planet gucken, da links, dieses große weiße Etwas. Ach so, bei der Erde links, ja, das klingt gut. Ja. Wer kennt das noch kleine Ding da? die Serie hinterm Mars gleich links? Ich fürchte ich nicht. Nee, ich meinte jetzt eigentlich hinterm Mond gleich links, aber weil das jetzt gerade passte und. Nee, gut. Sehr gut. Es sind noch 38 Kilometer. Warum liegen da überall Leichen? So Ja, Rucksäcke rum. Quatsch, nein! Übersehen Sie die. Hat nichts zu bedeuten. Jetzt kurz gucken, was ich hier dabei habe. Ich habe überhaupt keinen Überblick hier. Aber Herr Herr. Fleck, kurze Ja, Frage. ja. Dürfte man da oben ein Bungalow
Button Panel, also so ein Schaltdings da dazu bauen, damit man die Türen ein bisschen besser bedienen kann. Stichwort, nur zu, ich habe gesagt, jeder, der hier zu Besuch ist, darf an dem Schiff weiterbauen. Einzige Vorgabe ist, nichts Vorhandenes zerstören. Ja, können wir die Farbe auf was Neutrales ändern? Bitte sehr, ändern Sie die Farbe. Ich bin schon gespannt, wie das Ding aussieht, wenn ich ankomme. Mr. Fleck, wie kann man die Farbe auf was Neutrales ändern? Oh, ich bin tot. Die guten Sauerstoffflaschen! So. Schneller Schiff gleich Bounty! Was rennt da herum? Ich nenne das Schiff gleich Bounty. Ja. Wieso bin ich eigentlich grau? Engelchen, hör doch mal auf, hier die Leute umzubringen. Die armen Leute, was sollen denn die Zuschauer von uns denken hier? Wir haben da nur Psychopathen an Bord hier. haben wir keine Nickel hier drin? Jetzt reicht's. Jetzt. Nee. Ich sehe das schon kommen. Ich rede mal mit dem einzigen konstruktiven Menschen hier. Skyrider, ich glaube... 0,05 Nickel. Kann sein, dass wir noch Nickel-Erz haben. Okay. Naja, sehe ich nicht. Okay, dann ist das eine gute Sache. Wir werden auf dem Weg zum Mond hoffentlich an dem einen oder anderen Asteroiden vorbeifliegen. Dann werden wir uns da ein bisschen Erz organisieren. Mann, der läuft Amok. Das ist schrecklich. Was macht ihr denn da? Ist ja unglaublich. Dieser Mensch ist nicht konstruktiv. Wir können uns nicht mehr vertragen. Der Mensch ist ein Hologramm. Oh, das ist ja immer noch Ewigkeit. Ich bin noch. Jetzt sind es nur noch 70 Kilometer. Quatsch, 27, Entschuldigung. Ja, das dauert ziemlich ewig. Oh Gott, bitte kommen Sie schnell zurück. Ich bin ja unterwegs. Der Papa ist ja unterwegs. Die guten Sauerstoffflaschen. Was ist denn mit den Sauerstoffflaschen? Denn die fliegen jetzt hier rum. Sammeln sie wieder ein. Ja, wer ist denn verantwortlich dafür, dass das jetzt herumfliegt? Der sammelt es auch wieder ein, ganz brav. So, let's gucken. Noch 25 Kilometer, yay. Anderling lauter Leichen. Sagen Sie mal, während wir da hochfliegen, wie viele Sprungantriebe hat das Schiff jetzt? Eineinhalb. Ja. Eineinhalb. Okay. MHN, sind Sie noch da? Nein. Ach so. Ich habe Sie irgendwie unterwegs verloren. Aber jetzt hätte ich gern die. Ja, die sind jetzt weg. Gibt's da keine Computer auf dem Schiff? Als Komponenten? Du kannst ja alles herstellen. Ja, aber ich glaube, ohne Nickel wird das. Wir haben keinen Nickel mehr? Na, dann wenn wir. Sind da irgendwo. Entschuldigung, braucht man keinen Nickel für. Sind da irgendwo Asteroiden in der Nähe? So, mal 100 Computer. Ich schau mal, dann fliege ich dorthin, wenn ich irgendwo welche sehe. Ich glaube, da sind aber keine. Unsere Heimat ist übrigens 2000 Kilometer weit weg. Ach, Mann, da zieht's. So, fliegen wir mal in die Richtung hier. Also eine gute Nachricht, ich verlasse gleich das Gravitationsfeld. Bin also bald da. Machen Sie mal Fernlicht an, vielleicht sehe ich Sie ja. Ich habe ja Fernlicht an, ich habe Licht an. Aber ich weiß auch nicht, welche. Der Hellen soll aufhören, mich wegzuschmeißen. Ich guck mal nach, was mein... Ich fühle mich hier wie Marie Antoinette. Okay, jetzt mal wirklich. So, ich starte jetzt dann auch mal meine Aufnahme. Ach, hier. Jetzt, nachdem er den ganzen Mist gebaut hat. Ja, ja. Genau. Die Frage ist. Ich benenne mal hier die ganzen Türen um, damit man das auch programmieren kann. Mach das mal. Die Frage ist: Wollen wir denn nun wirklich das alles eine Stunde machen oder ist das uns allen egal? Mir ist das egal. Wie gesagt, 17 Uhr bin ich da. Okay. So, bin gleich da, gleich müsstet ihr mich sehen, weil mein Beacon hat eine Übertragungsreichweite von 10 Kilometern und ich bin jetzt noch 12 Kilometer entfernt. So, okay, dann würde ich jetzt mal meine Aufnahme starten. Starte mal deine Aufnahme. Hallo. So, fertig. Okay, das war die Aufnahme, die Anmoderation vom Engelchen. Genau. Der ist immer etwas, der ist immer so das Wortkarger. Und wenn er nicht wortkarg ist, dann hat er Übertragungsstörungen. So, Achtung, ihr müsstet mich sehen in 1 und jetzt müsstet ihr mich sehen.
Ja, Mondschwein Alpha. Okay. Mondschwein Alpha, ja, Kontakt. Triebwerke starten. Nix da, ich komme. Sprung, Sprung! Nein. So, mal gucken, fliege ich in die richtige Richtung, ja. So, das heißt, ich würde jetzt sagen, wir fliegen gleich in Richtung, was ist das Ding? In Richtung Mond und hoffen dabei einen, was hast du gesagt, fehlt? Nickel, ja? Soll ich dann da... Skyrider, ja. Was hast du gesagt? Ja. Nickel. Nickel, Nickel. Nickel, okay. Was ist denn das da? Das ist ja noch ein Planet. Welcher App sitzt im... So, weiter geht's. Der Hell Angel, der klingt heute nicht so gut. Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Aber es scheint eine Frage zu sein, weil er singt die Stimme am Ende der... beziehungsweise erhebt sie am Ende des Satzes. Also ich denke mal, das ist eine Frage. Ich tippe einfach mal drauf, was er fragt. Also er fragt wahrscheinlich, was mache ich hier, warum und weshalb. So. Wir brauchen... Haben wir... Oh, was? Was? What the hell? What the hell? Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Oh, ich schieße gerade an euch vorbei. Himmel, Herrgott, Herrschaftszeiten. So, da ist das Schiff. Gottes Willen. Ich glaube, es ist besser, Hell Angel, wenn du unten in den Chat vom Spiel tippst. Ich fürchte, hier spackt gerade irgendwo meine Leiche herum. Ich verstehe gar nicht, wie ihr das macht. Also. Und jetzt ist. Oh. Es ist interessant. Es ist wirklich sehr interessant. Wir sollten so etwas nicht öfters machen. Bringt ihr euch da gegenseitig um? Wer hat die Luftschleuse geöffnet? Hat jemand dieses Konzept einer Luftschleuse nicht verstanden? Das ist unglaublich. Meine Güte. Ja, ich bin dabei, die Luftschleuse zu automatisieren. Ich brauche nur Timerblocks. Haben wir hier Timerblocks an Bord? Nein, würde ich sagen. Dann wird sich das gleich ändern. Oh Gott. Wenn wir noch keine Timerblocks haben, dann haben wir jetzt gleich welche. Ich hoffe nicht, ich habe... Oh Mann, da zieht's. Warum ist der Hangar noch nicht dicht? An dem Schiff ist gar nichts dicht. Immer wenn man da aufmacht, zieht's wie eine Hechtsuppe. An dem Schiff ist gar nichts dicht. Das ist ja der Witz an der Sache. So, ich komme. Was sagen sie alle? So, der Papa ist zu Hause. Jetzt gucken wir erstmal, was ihr hier treibt. Das ist unglaublich. Wieso ist das hier so lila? Ja, ich weiß auch nicht. Es hat alles komische Farben. So, wir sind wieder da. Sex. Als allererstes, was ich jetzt mal mache, ist erstmal irgendwo andocken, ist die Frage, wo. Und speichern. Andocken und speichern. Das ist eine gute Idee. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht gespeichert zu haben und dann drauf zu kommen, dass man, wenn man wieder lädt, wieder unten ist. Ja. Erstmal das Schiffle andocken. Gibt's hier im Oh Gott, im wie sieht Hangar denn das Mondschwein aus? Conveyor, dass man da nicht. Ist das alles verkabelt hier oder? Welcher von euch Kunden verkabelt. Hat mich umgelegt? Ich ausnahmsweise nicht. Es war wahrscheinlich, weil ich das Schiff auf 100 Meter pro Sekunde beschleunigt habe, Mr. Fleck zu erschrecken, dass ich ihnen entgegenkomme und dann haben die Flugkräfte sie wahrscheinlich einfach umgebracht. Drum sind wir draufgegangen. Genau. Ich mache mir irgendwie Sorgen hier. Ja, das ist gut. Das wird alles so. Nicht besser. Das wird alles nicht besser. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier landen. Und außer Mord und Totschlag habe ich jetzt 15 Minuten nichts gemacht. Und der Skywriter, sie haben noch gar nichts gefragt. Genau. Ja, ich bin beschäftigt hier mit Optimierungsaufgaben. Was man durchaus verstehen könnte. Warum dreht sich das Ding nicht? Ich will das Schiff drehen. Ah, so geht das. So, jetzt ganz sanft aufsetzen. So. Sieht super aus. Da liegt einer mit 4 Wäldern, 4 Grindern, 4 Drills und 3 Sturmgewehren. Das bin ich. Wo lieg ich? Im Cockpit. Achso. Dort, wo Buddy Location steht.
Es ist schon etwas paradox. Also die Buddy Location, die ist bei wo mir. Wo lieg ich? 800 was mache ich da? Weg. Warum bin ich schon wieder tot? Gut, ja. Das ist die alte, aber du kannst das im GPS-Menü und dann löschen und dann geht's wieder neu. Also während die noch diskutieren, wo sie hin, wo sie liegen, begebe ich mich jetzt. Hoppala. Begebe ich mich jetzt ins Cockpit. Es sind alle Türen zu. Das wage ich zu bezweifeln. Hoppala, war falsch. Nochmal. So, Türen zu. Begebe mich in den Flugsessel und jetzt geht's ab zum Mond, liebe Freunde. Sitzt ihr irgendwo? Nein, 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 ja. Nein. Moment. Ja, weil dieser Mond, da tanken wir jetzt auf. Da tanken wir jetzt auf. Wer sitzt da noch nicht? Fragen wir mal so. Also alle. Sehr, sehr gut. Warte mal, ich guck mich nochmal kurz um. Wer hat eigentlich die Scheiben so zerkratzt? Ich glaube, das ist ein neues Feature. Irgendwer wollte raus. Ich glaube, das ist ein neues Feature. Achtung, geht los. Dampeners off. Ich ziel mal nicht ganz, obwohl wir wollen ja auf dem Mond landen, oder? Das wollten Sie. Ich guck mal ganz kurz nach, wie viel das Ding hier noch an Treibstoff hat. Oh, nicht mehr allzu viel, ne? Okay, also das könnte problematisch werden mit dem Eis. Auf dem Mond gibt es Eis, richtig? Ja, auf dem Mond gibt es ganz viel Eis. Okay, geht zur Tour. Das heißt, wenn ich jetzt mal nachgucke, was wir noch an, wie voll unsere Hydrogen-Tanks sind. 91, jeweils fast 100%. Das müsste reichen. So, dann gebe ich jetzt mal Schub in Richtung Mond. Schub. Oh, es arbeiten ja sogar teilweise die Dings Thruster mit hier. Wie heißen sie? Die Ionen-Thruster. So, wir sind unterwegs. Jetzt könnt ihr wieder aussteigen aus euren Sitzen. Könnte es sein, dass ich mir den Sitzplatz mit jemandem teile? Oder ist das einfach nur ein Fehler in der Optik? Wo sitzen sie denn? Hier. Ja, vorne links, hinten rechts. Da, wo mein Name draufsteht. Das sehe ich nicht, ich bin im Menü. Beim Sitzen sieht man das nicht. Jetzt haben sie mich durcheinander gebracht hier. So, das Coole ist ja, ihr braucht übrigens nicht schweben, weil wir sind ja hier. Ja, tue ich eh nicht, also nicht absichtlich. Es sei denn, es lüftet wieder irgendwann mal wer. Das gefällt mir allein schon nicht, dass die Tür offen. So. Frage. Na komm, erzählt mal jemand was. Also wir sind unterwegs auf dem... Ich muss hier den Flug kontrollieren. Also der Sinn und Zweck ist, dass wir unterwegs Asteroiden finden. Okay. Okay. Hab ich... Da ist ein Asteroid! Ach nee, das ist ein Fleck auf der Scheibe. Kann man... Ein Fleck auf der Scheibe. Kann man kurz mal probieren, die innere Tür von der Luftschleuse zu öffnen? Helen? Nee, geht nicht. Geht nicht? Sehr gut, sehr gut. Wir haben keinen Sauerstoff. Moment. So, ganz kurz warten. Doch, die Anzeige stimmt nicht. Also die ist kaputt da oben. Ach so, jetzt geht's. Jetzt geht's, oder? Ja, jetzt geht's. Und ja. Das ist die äußere, sollte jetzt nicht gehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Yay, also ich habe das jetzt, kurze Erklärung, ich habe das jetzt so... Ja, das ist eigentlich nicht mal programmiert. Das war in irgendeinem Patch, wurde diesem Airvent, also diesem Dings da oben... Ja. Wurden Actions hinzugefügt, also der erkennt, wenn der Raum zu 100% pressurized ist oder komplett unpressurized ist und kann dann jeweils Actions auslösen. Nachdem das aber nur eine ist, habe ich die beiden Timerblocks einbauen müssen, die dann jeweils noch die Türen beeinflussen und dann entweder gleich öffnen oder ein- und ausschalten. Weil eine Tür, die ausgeschalten ist, kann man nicht aufmachen. Hat jemand verstanden, was er gesagt hat? Ja. Sehr gut. Und der Po mündet in die Atria. Bei mir war es die 10-Sekunden-Regel. So, jetzt habe ich zu und wie komme ich... Nein, nicht aufmachen! Oh, Leute. Geht ja nicht. Er hat gesagt, so. Es geht nicht. Achso, gut. Ja, es geht nicht, wenn eine Tür offen ist. Also, wenn's... Wobei die hast du es auch gemacht mit diesen hier, auf der Seite? Nein, die seitlichen Türen habe ich noch nicht. Okay. Das erinnert mich an Titanic. Niemand achtet auf den Flug und dann krachen wir gegen den Eisberg. Mal kurz hier zumachen. Wollte gerade sagen, wir bewegen uns übrigens nicht mehr. Es ist 100%. Nein, wer hat es wieder aufgemacht? So. So,
Ich hatte nämlich die Dampeners on. Wer hat das aufgemacht? Jetzt darf er nicht dauernd raus und rein. So, jetzt fliegen wir. Ist unglaublich. Da ist es 100%. Da, jetzt müssen wir fliegen, stimmt das? Aber jetzt brauche ich noch hier so ein Button-Panel drinnen. Ich habe keine Reparatur. Dingspunkt hier. Fixpunkt. Kein Referenzpunkt. Referenz, genau. So, also während wir sind unterwegs, theoretisch würde ich sagen. Ich muss mal noch ganz kurz gucken, was wir. Hallo? Ja. Hallo? Was war das? Mann. Hallo? Was treibt ihr er da? Er ist rausgeglitscht. Ja. So also, habe ich mir das gedacht. Ich seh dich dort stehen, aber ich sehe... Jetzt ist die Tür zu. Ich komm nicht rein. Was treibt ihr da? Moment, ich krieg das hin. Und warum wird dieses Schiff langsamer? Er went depressurized. Ach, ich weiß, warum es... Nein, ich weiß es nicht. Nein, doch, was? Wer war das jetzt? Hast du es jetzt eingeschalten? Ich hab's jetzt aufgemacht, weil da liegt so... Eine kurze Zwischenangabe. Ja, ich krieg's nicht weg. Hell Angel. Ja. Kannst du bitte deine doofe Sonde ausschalten, die bremst unser Schiff ab? Oh. Entschuldigung. Die Sonde bremst. Actions. Ich wundere mich überhaupt, warum das Schiff die ganze Zeit an Geschwindigkeit verliert. Die Sonde wie eine bekloppte gegenarbeitet mit ihren kleinen Triebwerken. Immer nur 0,1 Meter pro Sekunde. Okay, ist aus. Nein, ist sie nicht. Doch. Sie doch arbeiten. Ja, aber die Trägheitsdämpfer sind aus. Warum ist es jetzt blau? Nein, sind sie nicht. Doch. Nein, sind sie nicht. Ich sehe sie arbeiten und ich sehe das Schiff langsamer werden. Schalt sie ganz aus. Einfach Y. Aus das Ding. Hatte jetzt gerade einen interessanten Effekt. Ich bin jetzt 2 Kilometer vor das Schiff gesprungen. Also nicht hinter das Schiff, sondern weiter nach vorne. Interessant. Jetzt ist es ganz aus. Jetzt ist es da. Jetzt ist besser. Jetzt muss ich versuchen, hinterher zu kommen. So, ich habe eine Idee. Warum fliegen wir überhaupt? Ich würde sagen, wir machen einen Sprung. Das wollte ich eigentlich fragen, schon am Anfang. Gut, dann setzt euch wieder auf euren Hintern. Ich fliege gerade hinterher. Ich sitze. Komme. Du sollst nicht hinterher fliegen, du sollst dich auf deinen Hintern setzen. Ja, man hört mir auch nicht zu. Ach doch, du bist rausgeglitscht. Ja, aber vor das Schiff, das fand ich das Interessante. Komm also jetzt wieder rein hier. Bevor wir jetzt also starten. Nein. Also springen. Nein. Schlicht und ergreifend. Nein. Ich beende kurz die Aufnahme und dann mache ich wieder eine neue auf, okay? Mach doch.